gleich vom Start für das A-Finale der Farmteams, 250 Meter. Und hier unten sammeln sich auch schon die Zuschauer, weil das ist so das Highlight für all unsere Freizeitmannschaften, die sich immer nur für das Hafenfest zusammenfinden und recht wenig trainiert haben. Und hier wird jetzt gleich der Sieger ausgefahren. Herr Birkmann, Sie sind nicht nur Stadionsprecher oder Hafensprecher, sondern auch sicherlich Rennleiter oder Organisationsleiter. Wie ist der Verlauf bis jetzt? Bis jetzt ist das hier ein wirklich sehr entspanntes Arbeiten. Lauter altgediente Kräfte hier, das macht richtig Spaß. Und der Wellengang im Schiersteinehafen? Alles bestens. Wir haben heute Morgen extra die Temperatur getestet. Nichts kann passieren, alles bestens. Das Wetter ist bestellt bis heute Abend, also super. Funktioniert alles. Und die riesengroße Wasserschildkröte, wurde die schon gesichtet? Nein, heute noch nicht. Nicht. Also weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Wesley, Wagen 2, das Irish Pub Punk Team. 3, die Mannsprinter aus Offenbach. 4, die Irish Dragons. 5, der Kostner Meinrad und auf der 6, Happy Metal. Und wie zu erwarten, ein ganz enges Rennen. Und wir erwarten, dass es auch bis zum Ende so bleibt. Der Kostner Meinrade, die Irish Dragons, die Mainsprinter und auch das Irish Pub Punk Team. So mit einer kleinen Nase Vorsprung. Und jetzt geht es hier gleich in den Rennsport. Auf der Bahn 504, die Irish Dragons. Der Kostner der Meinrad, die Nase der 2 ganz stark, das Irish Pub Punk Team. Die Irish Dragons, das Punk Team. Also ich kann nur sagen, ein super Finale, was die uns hier gezeigt haben. Und ich werde euch ein offizielles Ergebnis erst bekannt geben, wenn wir hier oben ein bisschen Fernsehen geguckt haben, weil es war zu knapp. Na, das ist nicht hier. Das ist hier. 3, 4, 5, 4. Die anderen ist ja auch da hinten noch, oder? Also, Start nur 1, das sind die Taktosen von der SD. Da hat sich, glaube ich, jeder den Applaus verdient, weil das war ein ganz tolles Finale. Ja, die Ergebnisse gibt es gleich. Immer erst genau gucken, wer gewonnen hat. So, das ist die Truppe, die hier so laut schreit. Die hat den siebten Führer am Steuer. Das ist das Team von Metal-Barone, Happy Metal. Dann haben wir ganz oben mit der Startnummer 3. Das sind die Mainsprinter aus Offenbach. Mit der Nummer 2 haben wir das Irish Pub Punk Team. So, dann kommen wir als nächstes mit der 5, die Kostheimer Main, die Kostheimer Mainadel. So, jetzt haben wir hier den Vordergrund. Durch der Bautermann, ich habe es gestern schon mal gesagt, mit dem lautesten Steuermann, Frau, Männin, wie immer ihr das nennt, mit der Irmgard am Steuer, die Irish Dragons. So, die Damen haben sich jetzt gerade vom Lied. Jetzt haben wir gleich ein Ergebnis. Jetzt wird sortiert. So, jetzt darf ich. Gewonnen hat das Irish Pub Punk Team. 5,577.
bin jetzt gerade hier beim Siegerteam. Wie oft haben Sie schon bei diesem Drachenbootrennen mitgemacht? Oh, ich bin das erste Mal dabei. Das erste Mal. Ja, frag mal ihn, er ist und die Mannschaft? Ja, wie viel habt ihr noch hier? Das ist der Captain. Das ist der Kapitän, ja. Jetzt bin ich bei dem richtigen Gesprächspartner. Waren Sie schon öfters bei diesem Drachenbootrennen mit? Hier schon zum zweiten Mal jetzt. Zum zweiten Mal. Und haben Sie oft trainiert hier für den Sieg? Wenn ich trainiere, zweimal die Woche. Zweimal die Woche. Und war aber ein ganz knappes Rennen heute, ja? War sehr knapp. Ja. Wir haben gestern nur mit 16 Leuten angereist. Heute Morgen zum Glück noch 4 Leute an der Theke akquirieren können. Oh Gott, ja. Ganz genau, wo kommen Sie her? Koblenz. Von Koblenz. Irish Pub. Prima. Na, also herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Und ihm macht es auch immer Spaß. Super, super. Ja. Wir haben gewonnen, trotz Tino Strebe, will ich sagen. Also dann, eine schöne Feier. Gell? Danke. Ciao. Endlich habe ich den Siegfried Hule gefunden. Herr Hule, mit dem Sieg hat es heute nicht geklappt, oder? Nein, leider nicht. Woran lag es? Ich weiß nicht. An der Trommlerin oder am Steuermann? Sie sind die Trommlerin? Ja, an mir lag es nicht. Oder am Steuermann? Nein, dann immer es recht nicht. Auch nicht. Stimme war weg. Wir haben ja auch gar nicht verloren, wir haben gewonnen als Handy. Genau. Und wieso ist die Stimme jetzt ausgeblieben? Ja, weil ich zu sehr geschrien habe. Nicht an irgendwie an der Vorfeier von gestern? Nein. Ich habe da nichts getrunken. Oh. Also dann, noch viel Spaß. Ja, ich glaube, es ist der Tante. Also ich kann nur sagen, ein super Finale, was Sie uns hier gezeigt haben. Und ich werde euch ein offizielles Ergebnis erst bekannt geben, wenn wir hier oben ein bisschen Fernsehen geguckt haben, weil das war zu...